Räumt das Ankunftszentrum Tegel, zieht einmal Stacheldraht drumherum, stellt ein paar Soldaten vorne dran und ein bisschen Polizei. Das wird ab sofort unser neues Massengefängnis. Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Sie haben den Vogel völlig abgeschossen. Wisst ihr noch, der Einbruch im grünen Gewölbe, die geklauten Diamanten, die Familie Remo, die dahinter steckt? Inzwischen gab es ja den Deal mit der Staatsanwaltschaft, wo wir schon alle den Kopf geschüttelt haben, dass der Staat ohne Deal nicht in der Lage gewesen wäre, die Diamanten und die Juwelen wieder zu beschaffen. Nein, jetzt ist passiert, was passieren musste. Man hat die zwei Verurteilten letztes Jahr nach der Urteilsverkündung, in dem Urteil wurde eine Haftstrafe verkündet, hat man sie aus Untersuchungshaft entlassen. Da müsste man sich jetzt volle Kanne gegen den Kopf schlagen. Ich lasse es bleiben, weil es ist Berlin, das ist ja hier normal. Und sie hätten jetzt bis zum 19. August antreten müssen in der JVA für den offenen Vollzug. Was ist passiert? Sie sind nicht gekommen. Wer hätte das nur vorher ahnen können? Wer hätte das vermuten können? Niemand, würden Sie sagen. Doch, natürlich, jeder hätte das vermuten können. Ihr seid einfach völlige Pfeifen auf eurem Gebiet. Anders kann man das gar nicht mehr beschreiben. Erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wenn euch das Ganze inzwischen auch zu viel wird, so wie mir, dann schaut mal auf Auswandern mit Kopf vorbei. Da könnt ihr euch ein bisschen ablenken, in anderen Ländern schwelgen, wenn ihr das so möchtet, und euch überlegen, wie lange ihr hier noch Teil des Wahnsinns sein wollt. Ich für meinen Teil möchte nämlich nicht mehr so lange Teil dieses Wahnsinns bleiben. Wir kommen aber zurück zum Diebstahl aus dem grünen Gewölbe. Es kommt hier, wie es kommen musste. Die Brüder Remo hier haben ja quasi ihr Meisterstück abgeliefert, um im Familienclan sich eine Position aufzubauen, indem sie gezeigt haben, sie können einen der wertvollsten Kulturschätze Deutschlands vor den Augen der Deutschen einfach klauen. Niemand wird es merken, erst wenn es zu spät ist. Und dem Ganzen nicht genug. Die beiden Männer, sie sind hier verurteilt worden zu 5 Jahren und 10 Monaten Gefängnis sowie zu 6 Jahren und 2 Monaten Gefängnis. Sie waren allerdings schon 911 Tage in Untersuchungshaft, die angerechnet wird. Und es kam ein schlauer Jurist aus dem Lande Berlin auf die Idee, wir entlassen die beiden aus der Untersuchungshaft. Nach der Urteilsverkündung letztes Jahr, weil man wusste, dass sie in Revision gehen werden und am Ende die Untersuchungshaft dann zu lange gedauert hätte. Alleine, dass die Staatsanwaltschaft hier einen Deal gemacht hat mit dieser Familie, ist Shame on you. Es ist richtig unwürdig gegenüber unserem Rechtsstaat. Im Rechtsstaat. Ja, mit solchen Schwerstkriminellen machen sie hier den Deal. Bis jetzt hat der Steuerzahler 3,2 Millionen Euro Gerichts- und Prozesskosten vorgestreckt. Die ganzen Anwälte der Familie, die haben wir natürlich bezahlt. Wo kommen wir denn da sonst hin? Jetzt gehen sie in Revision vor den Bundesgerichtshof oder haben es zumindest vor. Auch gegen den Haftantritt haben sie Aufschub beantragt, der allerdings abgelehnt wurde. Und jetzt ist es nur noch quasi eine Frage von wenigen Tagen. Dann werden sie zur Fahndung ausgeschrieben. Und dann darf die Dresdner Spezialpolizei, die freuen sich nämlich immer, also das SEK in Sachsen, das freut sich wirklich, wenn sie nach Berlin fahren dürfen. Dann wird es hier mal wieder eine kleine oder mehrere oder eine größere Razzia geben bei der netten Familie Remo, damit man ihre Brüder hier dann mal zum offenen Vollzug bringt. Ob sie dann jeden Tag vom SEK abgeholt werden, um sie in den offenen Vollzug zu bringen, keine Ahnung. Ich finde es alleine wahnsinnig, dass wir diesen offenen Vollzug hier so ausleben. Ist völliger Wahnsinn, muss man sagen. Bei dem Resozialisierungsgedanken und dem offenen Vollzug würde ich mit mir verhandeln lassen, dass wenn jemand verurteilt ist, die letzten 6 bis 12 Monate der Strafe in den offenen Vollzug kann, um wieder Anschluss zu finden. Wenn jemand für weniger wie 5 Jahre überhaupt verurteilt wurde, würde ich den offenen Vollzug generell streichen. 5 Jahre kann man im Loch sitzen, ohne den Anschluss an die Gesellschaft zu verlieren. Das sollte machbar sein. Wir haben gesehen, bei Corona haben sie einen Teil der Bevölkerung 3 Jahre ins Loch geschmissen und wir sind immer noch alle Teil der gleichen Gesellschaft.
Ich finde es hier wirklich spannend, dass irgendjemand auf diese trottelige Idee gekommen ist, die Leute aus der Haft zu entlassen. Alleine der Deal ist an Schande überhaupt nicht mehr zu überbieten, aber das ist exemplarisch für den Rechtsstaat und für die Ermittlungsbehörden in diesem Lande. Sie können einfach nada, niente, nichts, null, gar nichts. Mein Hinweis an den Generalbundesanwalt und das BKA und das LKA in Berlin wegen einem Mitglied der Hisbollah, bis heute unbearbeitet. Es ist jetzt eine Woche schon her fast und niemand fühlt sich hier zuständig. Ich bin gespannt, wann dann die nächste Tat wieder passiert. Dann heißt es, der Täter war polizeilich bekannt. Aber wie findest du das, dass die Remos hier ihren Haftantritt zum offenen Vollzug nicht angetreten haben? Selbstverständlich tritt eine Familie, die den Rechtsstaat missachtet, ihre Haft nicht freiwillig an. Wie würden sie aussehen innerhalb ihrer Familie, wenn sie freiwillig quasi mit dem Schlafanzug und der Zahnbürste unterm Arm bei einer JVA hier in Berlin abends sich hinstellen und sagen, ich komme, aber nur zum Übernachten, morgen früh gehe ich wieder in meinen Block, in mein Ghetto. Das ist völliger Wahnsinn, Leute, aber das ist Deutschland 2024, das ist Berlin 2024. Über 100 offene Haftbefehle gegenüber Mördern und Totschlägern sind nicht vollstreckt in dieser Stadt. Wir haben gar keine Haftplätze mehr. Wir haben mehr ausstehende Haftbefehle, als wir insgesamt Haftplätze haben. Ich sage weiterhin, Leute, räumt das Ankunftszentrum Tegel, zieht einmal Stacheldraht drumherum, stellt ein paar Soldaten vorne dran und ein bisschen Polizei. Das wird ab sofort unser neues Massengefängnis. Es wird in diesem Lande ohne Massengefängnisse nicht funktionieren können, wenn wir uns überlegen, wie viele Personen ausreisepflichtig sind, wie viele offene Haftbefehle es bundesweit gibt, sind ungefähr 178.000 offene Haftbefehle im Polizeisystem. Wir haben insgesamt knappe 190.000 Gefängnisplätze. Also, Leute, wir müssen Haftanstalten bauen im großen, großen Stile. Das wollen die Leute immer nicht hören, denn man kann sie für alle Zwecke missbrauchen. Wir können aber auch einfach wieder ein paar alte aus der dunklen Zeit unseres Landes wieder öffnen. Die Gebäude, sie sind noch da, ob das jetzt Bautzen ist oder Hohenschönhausen. Meines Wissens nach wäre das relativ in kurzer Zeit wieder belegbar. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Siehst du das wie ich hier? Kein Deal mit Schwerverbrechern, vor allem auch kein Deal mit Clanfamilien und vor allem kein offener Vollzug mehr, schon gar kein offener Vollzug bei solchen Kindergartenstrafen. Also für hier schweren, bandenmäßigen Diebstahl, bei dem hohe kriminelle Energie eingesetzt wurde und Millionen Sachschaden entstanden ist, kriegen die hier 5 und 6 Jahre. Ich kann euch mal sagen, ich kann euch nur verraten, dass wenn in Deutschland ein Einzeltäter gewerbsmäßig Diebstahl begeht, die Mindeststrafe schon mal bei 2 Jahren liegt. Das heißt, wenn einer jetzt geschäftsmäßig irgendwo immer wieder das gleiche klauen geht, weil er jemanden hat, der ihm das abkauft oder so, dann geht er schon mal für mindestens 2 Jahre ins Gefängnis. Die Höchststrafe, sie liegt weit über 5 und 6 Jahren und man hat sich hier nicht getraut, sonst hätten sie von dem Deal am Ende wieder einen Rückzieher gemacht und man hätte die Diamanten und Juwelen niemals gefunden. Schlimm genug, dass sie sie überhaupt zerstört haben, aber der Rechtsstaat, er lässt sich hier mal wieder völlig auf der Nase herumtanzen. Deswegen wird es Zeit, dass man diesem Lande mal die rote Karte zeigt. Und die rote Karte zeigt man diesem Lande zum Beispiel, wenn hier mal ein paar Leistungsträger auswandern, ihre Steuern verlagern, damit das System mal mit etwas weniger Geld auskommen muss. Man sieht es jetzt schon, sie zerfleischen sich wegen 1, 2, 3% des Haushaltes. Da sage ich, was macht ihr, wenn 8% der Wirtschaft mal einbrechen, Leute? Ruft ihr dann wieder die Notlage aus und wollt Schulden machen, dann zu 8% Zinsen? Hier, Leute, mein Schwein pfeift, könnte man sagen. Abonniere den Kanal X und Telegram und auch Auswandern mit Kopf ist wirklich spannend und interessant. Und damit sage ich ciao, bis bald.